Hallo, ich grüße dich zu meinem nächsten Video, zu meinem nächsten Channeling. Wie ich schon im vorigen Video erwähnt habe, ist es einfach eine sehr interessante Zeit und es wird immer noch spannender und interessanter, weil so viel Neues da ist, weil es so viel Neues zu entdecken gibt. Und da braucht der Verstand seine gewisse Zeit, bis dass er das eine oder andere versteht. Dann heißt das auch mal für mich erstmal annehmen, hinschauen, reinfühlen, wie fühlt sich das an? Mache ich daraus etwas oder lasse ich es einfach mal links liegen? Entschuldigung. Ja, auch das Räuspern ist jetzt nicht einfach so passiert. Es gibt keine Zufälle. Also darauf achte ich auch, was mein Körper in gewissen Situationen macht. Und dieses Räuspern ist jetzt gerade passiert bei dem, als ich sagte, es links liegen lassen. Das bedeutet für mich so viel wie nichts links liegen lassen. Der Körper hat sich geräuspert, das Halschakra hat gezeigt, da haben wir was anderes geplant. Ja gut, dann werde ich das in Zukunft so machen. Ich merke auch, dass ich noch sensibler, noch feinfühliger geworden bin, dass nicht immer toll ist oder lustig ist. Mag sein, dass du das auch erkennst, indem du einfach im Moment Probleme hast mit Menschen. Nicht mit den Menschen an sich, sondern mit dessen Energie oder was sie ausstrahlen oder was sie sagen oder was sie tun, dann gib dem nach. Zieh dich einfach eine gewisse Zeit zurück und du wirst merken, dass du dadurch wieder Stärke bekommst und dann wieder mit den Menschen zusammen sein kannst. Es handelt sich aber nicht nur um Menschen, sondern auch um Energien, mit denen ich im Augenblick nicht kann. Ich will nicht sagen, ich habe Probleme damit, sondern ich muss mich erst an diese stärkere Energie gewöhnen, weil ich feinfühliger geworden bin. Der Mensch an sich oder der Raum an sich bleibt ja der gleiche, aber durch das feinfühliger Werden muss ich erst lernen, wieder mit dieser stärkeren Energie, die ich da spüre, klarkommen. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn jemand Alkohol trinkt, hatte ich früher absolut kein Problem damit. Heute schon. Ich vertrage im Augenblick die Alkoholenergie nicht, die derjenige zu sich nimmt. Ja, aber es ist für mich in Ordnung. Kann sein, dass es nächste Woche schon wieder anders ist und derjenige gemütlich sein Bierchen oder sein Wein trinken kann und ich auch dabei sein kann. Das meine ich damit. Und es ist mir auch bei uns im Haus eingefallen. Okay, damit beschäftige ich mich später noch mit diesem Versprecher. Ist mir aufgefallen, dass die Wasserader, die unter unserem Haus läuft, für mich spürbarer geworden ist. Die Wasseradern verändern sich natürlich. Sie können breiter werden, schmäler werden, ganz verschwinden, neu auftreten. Und in den letzten Tagen habe ich gespürt, da ist einfach so eine starke Energie. Wo kommt denn die her? Ich habe wohl gespürt von unten. Und dann haben wir eine Abschirmung gemacht und siehe da, jetzt ist es wieder besser. Also ich merke, die Feinfühligkeit wird intensiver. Was ist aber auch der Vorteil daraus? Mehr sehen können. Geistig sehen, mehr verstehen können. Wenn ich mehr sehe, verstehe ich besser. Und das kann auch bei dir sein, dass du spürst, leichter Kopfdruck oder leichter Schwindel hat unter anderem mit dem dritten und vierten Auge zu tun, dass sich auch bei dir da was tut, dass du ein erweitertes Sehen erhältst, dass die geistige Welt da schon bei dir am Arbeiten ist. Das dritte Auge und das vierte Auge. Was ist denn das vierte Auge?
Das vierte Auge ist die Zirbeldrüse. Mit der sehen wir im Grunde. Das ist das geistige Sehen. Das dritte Auge ist dafür da, um Energie reinzulassen, rauszusenden. Und das vierte Auge ist die Zirbeldrüse. Es gibt dann noch ein drittes Auge, das befindet sich hier über dem Kronenchakra. Und wie du siehst, bildet sich dann hier so ein Dreieck. Drittes, viertes, fünftes Auge und wieder zurück zum dritten Auge. Dieses Dreieck hat eine enorme Energie und Kraft. Mag sein, dass du dir das jetzt mal bewusst vorstellst in deinem Kopf oder hier in der Nähe deines Kopfes und der Chakren, und schon spürst du eine Veränderung, eine Verstärkung deiner Konzentration, deiner Ideen, deiner Kreativität und so weiter. Der Monat September kann ein bisschen holprig werden, was die Beziehungen anbelangt. Das beziehe ich jetzt aber nicht nur auf die partnerschaftliche Beziehung, sondern auf die Beziehung zu dir selbst, auf die Beziehung, die man zu Freunden hat, zu Bekannten hat, zur Familie und zum Partner. Wie du siehst, der Partner kommt bei mir gerade am Schluss. Weil das nicht so im Vordergrund steht, die Partnerschaft, die Probleme in der Partnerschaft. Es geht mehr um die Probleme mit sich, Familie, Bekannte. Der Partner ist in Ordnung, will ich damit sagen. Die Beziehung ist in Ordnung. Da gibt es am wenigsten zu tun. Erster Linie Beziehung zu dir selbst. Und da hat auch die geistige Welt beim Channeling erwähnt, gewisse Energietage, die im Monat September ein bisschen holprig sein können, aber auch vielleicht total easy. Ich habe mir das hier notiert. Der 1. September, der war jetzt schon, hat damit zu tun oder hatte damit zu tun, dass ich, das menschliche Ich, kann seine Grenzen weiten. Kann sein, dass du das gespürt hast, dass das menschliche Ego, das menschliche Ich nicht mehr so diese Grenzen aufweist. Und vielleicht wird es dir ja aber auch jetzt gerade bewusst. Der 9.9. ist auch ein ganz wichtiger Energietag, hat mit Auflösungskraft zu tun. Der 19.9. hat mit Fluss bestimmt den Weg zu tun. Also da kommst du dann so in einen Flow rein, da erhältst du neue Ideen, wie du den Flow unterstützen kannst, wie du dich beruflich verändern kannst, privat etwas verändern kannst, wie du dich selber stärken kannst. Was du bei dir verändern möchtest, kann an diesem Tag ein besonderer Beginn dafür sein und so weiter. Der 29.9. ist auch ein ganz spezieller Energietag. Da bündeln sich die Energien. Da erhältst du wirklich Kraft für das Umsetzen. Oktober und November sind dann für das Umsetzen da, haben auch mit Klarheit zu tun. Und der Monat Dezember wird auch sehr interessant, aber auf das gehe ich dann später ein oder die nächsten Wochen ein, was so die Monate jetzt noch in diesem Jahr bedeuten. Also 2020, auf dieses Jahr freue ich mich enorm. Da kommen Dinge in Bewegung, da sprießen neue Berufe, da kann der Mensch dann wirklich mehr und mehr sein, wer er ist, für was er hier ist, und kann das Wesen, das in ihm steckt, mehr und mehr leben. 2020 ist für das gedacht, ist hier eine ganz besondere Energie vorhanden, die wir auch von Mutter Erde erhalten. Also da spüre ich auch ganz viel Energie von unten nach oben strömt, wie im Augenblick ganz viel Energie von der Mutter Erde wir erhalten. Ja, mein Deutsch ist nicht immer gerade das Beste bei solchen Videos, weil ich da schon intensiv verbunden bin. Apropos verbunden, dann mache ich jetzt mal das Channeling für dich. Bis dann. Tschüss.
Du bist bei weitem mehr, als du denkst, der du bist, als du denkst, wie du bist. Dieses Wie ist dir eingetrichtert worden, wie du zu sein hast, wie du bist, aber auch das Wer du bist, ist dir eingetrichtert worden aus gewissen menschlichen Lehren, von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinen Mitmenschen, Familie, Partner und so weiter. Und jetzt in den kommenden Wochen, wo euch Menschen ein Neubeginn gegeben ist, lässt du dich ganz darauf ein, dein wahres Wesen zu werden. Mehr Energie zu erhalten. Es kann sein, dass du jetzt spürst, wie wenn du dich befindest in einem Lichtkanal. Dieser Lichtkanal kann sich anfühlen wie ein leichter Windhauch, kann sich aber auch anfühlen, wie wenn du etwas eingeengt bist, kann sich aber auch anfühlen heimatlich, klarer und Wohlgefühl. So ist jedes Gefühl richtig, das du spürst, wenn du dich in einem Lichtkanal befindest. Es denkt dann dir, du wärst eingeengt oder es ist unangenehm, aber es ist einfach Licht, das dich flutet und das dich das fühlen lässt, damit dieses Gefühl sich lösen kann. So bleibe weiterhin jetzt in diesem Lichtkanal, der sich jetzt bei dir auftut. Auch im Alltag mag es sein, dass du plötzlich diesen Kanal verspürst. Weil er dich reinigt, weil er dich mehr sein lässt, wer du bist, was in dir steckt. Früher war es so, dass ihr Menschen diesen Lichtkanal bewusst kreieren habt müssen. Jetzt hast du geistig einen Auftrag abgegeben, dass das für dich getan wird, wann du es brauchst, diesen Lichtkanal. Der Lichtkanal ist dann nicht ständig um dich herum und nur für kurze Zeit. Maximal eine Minute, untertags ein paar Sekunden. Plötzlich erscheint er, plötzlich spürst du es, wenn du ihn dann gerade brauchst. Es kann sein, dass plötzlich eine Angst da ist, die verändert werden darf und soll. Und schon befindest du dich im Lichtkanal. Wer entscheidet das? Wann du in einem Lichtkanal sein sollst? Deine Seele, nicht einmal deine geistige Begleitung. Deine geistige Begleitung kreiert ihn dann, lässt ihn dann werden, der Lichtkanal. Entscheiden tut deine Seele. Ihr Menschen habt eine enorme geistige Entwicklung vor euch. Im Jahre 2020 wird diese geistige Entwicklung gefördert, geschult, unterrichtet wirst du dann von deiner geistigen Begleitung, speziell nachts, aber auch tagsüber. Ihr Menschen bekommt immer mehr Unterricht von eurer geistigen Begleitung, auch tagsüber. Ob du das bewusst mitbekommst oder dein Unterbewusstsein erhält diese Informationen, ist nicht wichtig. Es geschieht, ist wichtig. Dass du das weißt, ist wichtig. Wenn du es bewusst miterleben magst, kannst du das. Dann brauchst du es nur mitteilen, dann brauchst du es deiner geistigen Begleitung sagen, ich möchte es bewusst erleben, weil ich daraus mehr Nutzen ziehen kann, weil ich es besser erleben und verstehen kann. Wie auch Sandra vorher erwähnt hat, ist das erweiterte geistige Sehen euch Menschen gegeben. Natürlich wirst du danach darauf vorbereitet, ob es auch im Sinne deiner ist. Entscheidet deine Seele. Viel entscheidet in der Zukunft deine Seele für dich. Früher war es so, dass die geistige Welt, deine geistige Begleitung für dich entschieden hat, was für dich wichtig ist, was du gerade brauchst. Jetzt ist es deine Seele. Deine geistige Begleitung ist dafür da, um das zu kreieren, was deine Seele für dich vorgesehen oder entschieden hat.
ankirtait eis vaimt norotolos asirketeiemen entiketeiem. Diese Sprache verstehst du nicht im Verstand, aber diese Lichtsprache verstehst du im Herzen, wo sie konkretisiert wird, für dich kreiert wird Neues in deinem Leben und das du dann umsetzen kannst, für dich, dein Leben, deine Seele, deine geistige Weiterentwicklung. Karyamatait ent vesieteis onkieteim alavataim. So ist es gut und hilfreich für dich, und das hat auch Sandra wieder entdeckt, zu meditieren. Die Meditation braucht nicht lange anhalten und dauern, das hat sie euch noch vergessen zu erzählen, das hat sie dir noch vergessen zu erzählen. Die Meditation hat im Augenblick eine besondere Kraft und Energie. Du kannst 5 Minuten jeden Tag meditieren, du kannst 10 oder 20 Minuten. Unterstützend und hilfreich ist diese Fingerhaltung, dieses Mudra während der Meditation zu halten. Du kannst einfach auch da sitzen, du kannst auch stehend die Meditation erleben, du kannst sie im Wald durchführen, bei dir daheim. Einmal am Tag wäre im Augenblick unterstützend für dich, um deinen menschlichen Körper zu beruhigen, wenn diese kraftvolle Energie des Lichtkanals da ist, ihn zu stärken, um genügend Energie, ausreichend Energie zu haben für dich und deine Weiterentwicklung und die kommenden interessanten Wochen im Monat September, aber auch für deine Seele, damit sie dir Informationen weitergeben kann in deinen Verstand, die du dann besser verstehst, und auch für die geistige Entwicklung. Das Jahr 2020 wird hochinteressant werden für dich, für die Menschheit an sich. Sandra erhält weiterhin Informationen, was dann in 10 Jahren sein wird. Sie wird Informationen für mehrere Menschen erhalten. Aber auch eine persönliche Botschaft wartet auf dich, die du im nächsten Video von ihr erhalten kannst. Wenn dich dieser Kanal anspricht, wenn dich diese Botschaft dann anspricht, wenn dich diese persönliche Botschaft, die du im nächsten Video erhältst, anspricht, dann bleib dran, bleib dabei in deiner Entwicklung, in deinem Weiterkommen. Nogotait eis vaimt eletasiem. Wir sind Wesenheiten, Energien, die zu euch Menschen durch Sandra Informationen kommen lassen. Was du damit kreierst und machst, entscheidest absolut du. Ob es dein Herz berührt oder nicht, die Channelings sind unterschiedlich in ihrer Frequenz und Information. Manchmal berührt es dich mehr, manchmal berührt es dich weniger. Es hat alles seine Richtigkeit. Stets und immer eine Freude zu empfinden, ist nicht einmal passend und gut, weil du dann den Alltag nicht so bewältigen kannst, wie es dir dient. Was ich damit sagen möchte, ist, ein Channeling zu erwarten, stets mit einer Freude, hat auch nicht seinen Sinn. Stets eine Freude zu empfinden bei einem Channeling hat auch nicht seinen Sinn. Wenn du gewisse Channelings neutral erlebst, hat es seinen Sinn, dass du dann gefestigt gerade in deinem Körper bist und die Freude nicht so intensiv da ist, es seinen Grund hat. Immer Freude zu empfinden, denk mal darüber nach, hat auch nicht seinen Sinn, eine gewisse Neutralität und Umgang mit gewissen Gefühlen, die noch in dir verborgen sind und liegen, brauchen auch ihre Aufmerksamkeit. Worauf ich darauf eingehen möchte, ist, weil wir sehen manchmal bei euch Menschen, dass ihr Enttäuschungen erlebt, wenn ihr das nicht mehr empfinden könnt bei einem Channeling, das ihr vorher empfunden habt. Es hat seinen Grund. Nokiatait eis weimt eleteketeiem entiesat haremiketeiem oniokotot alavataim. Danke, dass du bist, wie du bist. Ein offenes Wesen kreiert gerade sein Leben neu. Da bist du dabei. Vayos, so hey, danke, danke dir.
Hallo. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis dann. Tschüss.